Dieser Koffer hat am Mittag in Augsburg für Aufregung und ein erhebliches Verkehrschaos gesorgt. 2 Stunden lang konnten keine Straßenbahnen durch die kurze Maxstraße fahren. Die Polizei hat extra Spezialisten aus München angefordert, die glücklicherweise Entwarnung geben konnten. War aber wirklich leer, ging keine Gefahr davon aus. Wurde großräumig abgesperrt, ist ja klar, wenn so ein Koffer explodiert, man weiß es ja nicht. Und da will man auch niemanden gefährden. Und der ist ganz ruhig verlaufen, der Einsatz, muss man also wirklich sagen, ganz, ganz großen Respekt, sehr professionell. Kaum ist dieser Einsatz vorbei, beginnt nebendran am Augsburger Rathaus der nächste. Durch die starken Orkanböen haben sich Dachziegel gelöst. Normalerweise müssten diese Dachziegel nur auf den Balkon fallen. Aber da wir uns da nicht ganz sicher sind, haben wir natürlich großräumig absperren lassen. Zur Absicherung dieser Gefahrenstelle ist die Feuerwehr auf Unterstützung durch die Polizei angewiesen. Die Einsatzkräfte sind wegen der Orkanböen in der ganzen Region im Dauerstress. Mehrere LKWs, also 3 oder 4 LKWs mit Anhänger, sind umgestürzt durch den heftigen Sturm. Also es war sehr, sehr viel los. Alle freiwilligen Feuerwehren und natürlich die Berufsfeuerwehr sind im Dauereinsatz.